Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Icewind Sofort. Dale. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir es Gott sei Dank nach Kuldaha geschafft. Wir müssen es jetzt von Kuldaha ins Tal der Schatten schaffen. Also mal auf die Weltkarte zu gucken, das ist dort. Und irgendwie klingt es gruselig, wenn man aber es klingt gerade allgemein irgendwie komisch. Aber nebenbei komisch. Also ja, ich bin ja erst einmal auf dem Weg hier zum allgemeinen, zum Gemischtwarenhändler. In Ordnung. Dass er mir mal zeigt, was er so im Angebot hat. Ah, wenn der Winter draußen tobt, sucht der Reisende Unterschlupf und vielleicht auch Vorräte. Guten Tag und seid gegrüßt. Ich heiße Gerd. Am Schnitt eurer Kleider und an eurem Auftreten sehe ich, dass ihr fremd seid in Kuldaha. Möchtet ihr etwas erwerben? Was ist das hier? Das ist mein Laden, mein Freund. Ich versorge Karawanen mit Vorräten im Schatten dieser großen Eiche. Dieser Laden gehörte meinem Vater und davor meinem Großvater. Er besteht schon seit fast 3 Generationen, ob ihr es glaubt oder nicht. Wie viele andere Läden und Umgebung? Wie viele andere Läden in Kuldaha und Umgebung? Da ist ein Punkt. Man kann viel über die Geschichte erfahren, wenn man tief genug gräbt. Seid ihr Historiker? Naja, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Man könnte sagen, ich interessiere mich für die Vergangenheit. Aber das ist keine Vollzeitbeschäftigung, eher eine Art Hobby. Es macht mir Spaß, mehr über die Vergangenheit zu erfahren und Artefakte aus dieser Gegend zu untersuchen. Ich habe schon eine ganz anschauliche Sammlung, ein kleines Museum, wenn man so will. Einige halten es allerdings für Ramsch. Was sammelt ihr denn so? Schlüssel, Schriftstücke, Bücher über die Region. Falls ihr unterwegs irgendwas davon finden solltet, würde ich euch einen fairen Preis abnehmen. Wir haben in Kuldaha mit einem Mann namens Gerd gesprochen, der einen Ausrüstungsladen betreibt, aber eher ein Kenner und Sammler regionaler Gegenstände und kleiner, nicht magischer Artefakte zu sein scheint. Falls ihr aus unserer Mission alte Schlüssel, Bücher, Aufzeichnungen, Dokumente oder andere Schriftstücke finden sollen, können wir wiederkommen und ihm die Sachen verkaufen, damit wir nicht so viel schleppen müssten. Er sagte, wir könnten die Gegenstände jederzeit zurückkaufen, falls wir sie später brauchen. Wenn ich Schlüssel, Bücher oder Schriftstücke finde, die ich vielleicht später selbst brauche, kann ich sie dann zurückkaufen. Natürlich, ich kaufe diese Dinge rein aus eigenem Interesse und um die Geschichte und Kultur der Region zu bewahren. Sie landen gewiss nicht auf irgendeiner Karawane zum Verkauf auf dem Markt von Kalimsan. Na gut, sage ich Sie, was ihr zu verkaufen habt. Also den Yeti-Pelz will er schon mal nicht. Aber den Karawanenvertrag will er auch nicht. So, er hat Mamas Tee, er hat allgemeine Vorräte wie Weinflaschen. Oh, er hat einen Riemen, der nichts bringt. Armbänder. Die auch nichts bringen. Deswegen sind sie einfach nichts wert. Die Geschichte des Nordens, Leier des Fortschreitens, kann nur von Barbaren verwendet werden. Warum sie von Skalden verwendet werden können? Also Skalden sind eigentlich Wikinger-Barden, blöd ausgedrückt. Aha. Ja, ist für Barden gar nicht mal so schlecht. Da können sie mehr zaubern lernen. Und das Horn ruft 2 bis 4 Berserker herbei. Also Barde hat es hier schon mal nicht schlecht. Geschichte des Nordens. Erste Blütezeit. Seit Jahrtausenden wohnen Goldelfen in Innefarn, wo heute Tiefwasser steht, und in Eärlan entlang des leuchtenden Flusses. Von ihren reich geschmückten Waldstätten aus treiben sie Handel mit aufkommenden Menschennationen wie Nessarin und Illusk und verteidigen sich gegen Angriffe der Goblinvölker. Währenddessen vereinigten sich Zwergenvölker zur Nation Delson, benannt nach dem Zwerg, der die Vereinigung initiierte. Diese Nation, die vorwiegend unterirdisch lebte,
breitete sich vom Eisgebirge bis zu den Nesserbergen aus. Im Westen stellte der Silbermondpass und im Osten das Ufer der engen See die Grenze dar. Aus nördlicher Richtung vom Grat der Welt fielen die Orks ein, wurden aber von den Elfen in einem großen Gemetzel niedergeschlagen. Bis zum heutigen Tag ist dies das Heimatland und eine Feste für Orks und ähnliche Völker. Also der Grat der Welt, würde ich sagen. Ja, die Geschichte des Nornskronenkriege. Menschen emigrierten in Scharen vom leuchtenden Meer bis zur Schwertküste. Sie wurden Seefahrer und fuhren hinaus über die Wellen zu den Mondscheininseln, nach Minta, Uatim und den nördlichen Inseln. Elfen führten einen unaufhörlichen Krieg gegeneinander, während die Menschen und Orks die durch entstandenen Ruinen in ihrem Besitz nahmen. Die wahrscheinlich größte Katastrophe, die das Elfenvolk überfiel, war das dunkle Verderben, eine todbringende Magie, die in Form einer dunklen brennenden Wolke, die die Form einer dunklen brennenden Wolke hatte. Diese hüllte das Königreich von Myatia ein, und als sie sich einige Monate später verflüchtigte, war kein einziger Angehöriger des Elfenvolks mehr am Leben. Und es gab auch keine Bäume mehr. Was blieb, war lediglich eine weite, verdorrte Öde, das Hochmoor. Nicht so schön. Doch nicht alles sah schwarz aus für die Elfen. Sie so zogen sich zwar zurück, da die Barbarenstämme der Menschen und die Orkhorn an Stärke gewannen. Ihre Macht im Elfenhof und in Evareska, eine Feste bis zum heutigen Tag, stieg jedoch an. Sie planten eine Zusammenarbeit zwischen Zwergen, freundlich gesinnten Menschen und anderen Elfen, um gemeinsam gegen Orks, plündernde Menschen und den Strom von Bestien, Oger, Grottenschrate, Trolle, Goblins, Gnolle und andere nichtmenschliche Kreaturen, also alles, was der Grat der Welt so ausspucken kann, zu bestehen, die von der wachsenden Macht der Riesen geführt wurden. Oh, ja, Riesen, an die habe ich auch gerade gedacht. Erstaunlicherweise schafften sie dies an wenigstens drei Orten. In den gestürzten Ländern und den Städten Silbermond und Myth-Dranor. In glänzender Manier. Silbrigmond. Im Osten. Also ich kenne den englischen Namen, das ist Silvermoon. Wer jetzt gedacht, deswegen habe ich es gerade Silbermond vorgelesen. Im Osten an den sandigen Ufern der ruhigen und leuchtenden engen See wuchsen Fisch. Dörfer der Menschen in kleinen Städten an und schlossen sich schließlich zum Reich von Nessarit zusammen. Weise glauben, dass die Fischerdörfer von einigen mächtigen Zauberer vereint wurden, von einem mächtigen Zauberer vereint wurden, der ein Buch von großer magischer Kraft entdeckte, das die Tage des Donners überstanden hatte. Ein Buch, das in der Legende als Schriftrollen von Nessarit bezeichnet wird. Unter diesem namenlosen Zauberer und seinen Anhängern erwuchs Nessarit in der Macht und Glanz und wurde zum ersten Menschenland im Norden und zum mächtigsten Land. Manch einer behauptete, dass diese Entdeckung den Beginn menschlicher Zauberei darstellt, da es bei den Menschen bis dato lediglich Schamanen und Medizinmänner gab. Nessarin beherrschte über 3000 Jahre lang den Norden, doch auch seine legendären Zauberer konnten den endgültigen Untergang nicht verhindern. Ja. Geben wir mal die beiden Alben, brauchen wir nicht so unbedingt. Schutz vor Versteinerung eigentlich auch nicht. Und ja, die Sachen könnten wir hier, glaube ich, verkaufen. Darf ich sehen, was sie so verkauft? Also davon will er nichts haben. Aber ich bin sicher, dass er, genau. Uns das alles abkauft. Wie kann ich helfen? In Ordnung. So, da gucken wir mal beim Magier Einverstanden. vorbei. Wir müssen zum Glück keine Zauber, denke ich, für ihn kaufen. Nein, er kann wie gesagt keine Zauber so lernen, wie es ein normaler Magier tut.
Es soll geschehen. Oh, uff, schleicht nicht so an Venok heran. Inniger Goblin, macht euch bereit zu sterben, widerlicher Kreatur. Wer seid ihr? Ich Venok, wer ihr? Ich bin Brenno, ich suche den Magier Orik. Man sagte mir, dies sei sein Turm. Es geht euch nichts an, wer ich bin. Ich bin hier, um mit Orik zu sprechen. Wurde hier schon gut empfohlen? Wird das Erste? Ja, hier wohnt Meister Venok. Sein Diener putzt Turm, macht Bett, kocht leckeres Essen für Meister. Wie der Goblin als... Goblin als Haushälterin. Verzeiht mir, wenn ich meinen Mantel nicht bei euch abgebe. Also, wo ist unser Meister? Meister ist in der Arbeitszimmer durch die Tür. Geht rein, wenn wollt mit Meister sprechen. Venok darf nicht in Arbeitszimmer. Der Meister hat mächtige Zaubereien. Bücher, Papier und Zauberdinge, die Venok kann nicht verstehen. Danke, Venok. Lebt wohl. Okay, da ist... Weiter! Ja. Aber wen haben wir denn da? Es ist lange her, dass ich einen Gast hatte bekommen. Mein Name ist Orik. Was führt euch in mein bescheidenes Heim? Ich würde euch gerne einige Fragen zu den beunruhigenden Ereignissen auf dem Pass stellen. Ah ja, die Ereignisse. Ich fürchte, ich werde euch da kaum weiterhelfen können. Wisst ihr, ich verlasse selten diesen Turm, wer es nicht sein muss. Meine Studien halten mich davon ab, aktiv Anteil am Geschick der Bewohner Kuldars zu nehmen. Ich kümmere mich nicht um die Probleme. Was ist mit dem Gleichgewicht? Ihr seid doch sicher im Klaren darüber, dass das, was die Bewohner von Unterhalb widerfährt, auch euch betreffen wird. Wie ich sehe, habt ihr mit dem alten Kauzer Rundel gesprochen, dieser Narr. Wenn nicht, liegt es an seinem heißgeliebten Gleichgewicht oder daran, sein geheimnisvolles Böses zu finden. Alles, was mich interessiert, ist meine Arbeit. Was ist denn so wichtig an eurer Arbeit? Alles. Wissen ist die wahre Quelle der Macht in diesem Universum. Alles andere ist vergänglich. Ich habe Jahre damit zugebracht, diese Bände und Schriftrollen zu sammeln. Die hier seht, sie sind mein Lebenswerk. Sie halten Hinweise, die eines Tages die Geheimnisse einer alten, geheimnisvollen und fast vergessenen Überlieferung getriezen können. Was für eine geheime Überlieferung. Meine Studien beschäftigen sich mit der geheimnisvollen Überlieferung, insbesondere bezüglich der Müfalle. Ein Müfall ist ein mächtiger Zauberer der Elfen, den man sich als geflechtsschützender Magie vorstellen kann. Seine Wirkung kann sich über weite Gebiete erstrecken. Ich habe viele historische Zeugnisse von Elfenmagiern gefunden, die solche Befalle über ganze Städte verhängen. Interessant, erzähl mir mehr darüber. Die Einzelheiten dieser Zeugnisse sind mehr als vage. Die Magier aus dem Reich der Elfen sind schon vor langer Zeit verschwunden. Sie haben sich in die Sicherheit und Isolation der Insel immer da zurückgezogen. Es scheint, dass alles, das all ihr niedergeschriebenes Wissen über Müfallzauber mit ihm verschwunden ist. Seit mehr als 10 Jahren reise ich schon durch die Reiche auf der Suche nach Resten dieser alten Überlieferung. Die Suche hat mich auch nach Kuldahar geführt. Ihr glaubt, die Antworten, die ihr sucht, sind hier in Kuldahar zu finden? Nicht direkt. Als ich die sagenumwobene Ruine von Müfdranor erkundete, stieß ich auf ein altes zerfälltes Manuskript, das unter dem Schutt einer zerstörten Bibliothek begraben war. In diesem Manuskript waren verschiedene Hinweise auf einen Außenposten der Elfen, der irgendwo inmitten des Grats der Welt liegen soll. Natürlich kam ich hierher, um diese Siedlung zu finden. Bisher ist es mir nicht gelungen. Na dann, falls ich auf irgendwelche Ruinen der Elfen stoßen sollte, werde ich es euch wissen lassen. Ich freue mich über euer Interesse. Wenn ihr durch irgendein Wunder den Außenposten der Elfen finden solltet und irgendwelches Material stoßt, und auf irgendwelches Material stoßt, das mit Müfallen zu tun hat, bringt es bitte hierher. Ich bereite euch für einen solchen Dienst eine stattliche Belohnung zu zahlen. Ich bin bereit, ja. Orik der Zauberer in Kuldahar erwähnte, dass er nach den Ruinen eines verlorenen elfischen Außenpostens suche, der sich Gerüchten nach irgendwo in den Bergen in der Nähe des Kuldahar-Passes befinden soll. Er schien besonders daran interessiert, irgendetwas über alte Elfenzauber namens Müfall zu erfahren. Ich werde es nicht vergessen. Bevor ich gehe, würde ich gerne ein paar Zauber kaufen. Ah ja, gerne. Hier seid ihr der richtigen Adresse. Ich habe eine Reihe nützlicher Zauber für euer Zauberbuch. Natürlich bin ich nur bereit, euch bestimmte Zauber anzubieten. Ich fürchte, ein großer Teil meiner Kenntnisse liegt jenseits dessen, was ihr versteht. Vielleicht werdet ihr in Zukunft einmal durch fortgeschrittenes Wissen würdig sein. Moment, gut, was könnt ihr im Moment anbieten? Also ja, Zauber. Oh ja, den hätte ich gerne. Wie andere magische Beutel sieht auch dieser nimmervolle Beutel wie ein ganz normaler Leinsack von ungefähr 60 x 120 cm Größe aus.
Und nicht 120 Zentimeter, also 1,20 Meter, das ist schon groß. Das Innere besteht allerdings aus einem außerdimensionalen Raum und ist so wesentlich größer als die äußere Abmessung vermuten lassen würde. Unabhängig davon, was man den Beutel trug, wiegt er immer das Gleiche.